Wenn man da so aus dem Balkon guckt. Und dann hier die Steinstand und so steht, das wäre natürlich auch cool. 4? Stimmt, ist die falsch, die ist falsch rum, ich bin so blöd. So. Alles klar, platziere Steinstatue. Das sieht doch geil aus. Genau, so voll. Wir können aber auch dann noch hier ein bisschen tricksen. Moment. Tricksen! Es geht nicht. Ich komme nicht hoch. Nein, wir können nicht tricksen. Okay. Dann laufen wir halt außen rum. Aua. Knochen gebrochen und sämtliche andere Gliedmaßen. So, dann gucken wir hier runter und dann steht da einfach mal eine fette Steinstatue. Auf einem Sockel. An einem Baum. Epischer Baum. Wie geil. Okay. Da haben wir das gemacht. Dekoration, Steinstatue. Haben wir gemacht. Verschiedenes. Was haben wir hier denn noch? Wir wollten noch einen Mülleimer bauen, aber der kostet Eisenbettchen. Wir wollten einen Marktstand noch bauen, genau. Und ein Klavier wollten wir mal bauen. Und einen Grill. Und auch was weiß ich, was wir noch alles bauen wollten. Schränke. Ich mache mir momentan erstmal ganz kurz Holz, denn wir brauchen anscheinend jetzt eine Menge Holz. Siehst du hier, ich wollte noch keinen Unterschlupf bauen. Rohstoffe, Holz. Stellen wir mal alles her. Dann machen wir uns mal ganz kurz. So, super. Ich würde mir gerne einen Schrank bauen. Klack, ich würde mir gerne einen Marktstand bauen. Warum denn nicht? Wir bauen es einfach mal. Wir haben es ja. Wir können es uns momentan leisten. Warum sollten wir es also nicht machen? Aber wir legen uns nachts erstmal schlafen. Und ich will gerade... Wir haben ganz schön Hunger. Frauen mit Brüsten. Was? Haben Frauen so an sich meistens. So. Ich esse selber Melone, wir haben genug. So. Was ist denn? Ah, das ist das Regal. Ich will mal gucken, das Regal vielleicht. Das Regal vielleicht. Ist so hoch für hier, gell? Wir gehen mal nochmal raus. Und könnt ja rein theoretisch. Man könnte rein theoretisch hier irgendwo einen Markt aufbauen. Auf dem Hügel vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt so. Ich will es jetzt natürlich schnell mal einfach mal bauen, aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich so Sinn ergibt. Oder wir bauen uns hier in den Talmarkt, das ist natürlich auch eine Option. Was ist das denn hier eigentlich? Wow. Wow. Oh, ist das eine große Höhle? Ist mir die noch nie aufgefallen oder habe ich die einfach noch vergessen? Aber wir können uns mal hier im Wald einfach mal kommen. Wir bauen uns mal hier in den Wald einfach mal so eine Holzfällerhütte. Dann können wir nämlich auch beim Bäumefällen auch mal ein bisschen schlafen. Dann baue ich mal ein bisschen mehr in den Wald rein. So. Ist auch doof. Soll nicht so schräg stehen. Das sieht also doof aus, wenn das so schräg steht immer.
Machen wir es mal so. So, da haben wir sie mal gebaut. Und da setzen wir da noch zur Erkennung. Moment. Ah, haben wir nicht mehr, schade. Na gut. Ich hebe das mit dem Werkbank mal auf. Ich würde es zwar gerne bauen jetzt, aber es ist seltsam, wenn wir das machen. Erstens muss ich mir klar werden, wie ich das hier richten will. Das sieht echt beschissen aus. Momentan muss ich einfach zugeben, das sieht einfach beschissen aus. Ich rupp das jetzt mal weg hier nochmal. Das tut mir echt leid, dass wir das jetzt nochmal wegruppen müssen hier, aber... Gibt. Wir sind mal ehrlich, das sieht einfach scheiße aus. So, sind jetzt auch keine Rohstoffe, die schwer zu erfahren sind, also von daher macht es auch keinen Unterschied. So, weg damit. Spring doch mal hoch, Alter. Das sind zwei, deswegen kommt der da nicht hoch. Da habe ich ganz gewundert, hä, was macht der hier eigentlich? So. Diese gerade gemachte Fläche an sich finde ich nicht schlecht. Diese geebnete Fläche. Wenn man dann auf der Höhe dann natürlich neue Zimmer einrichten kann. So, der ganze Spaß hier kommt mal komplett weg hier. Ja, wollte ich so schnell wie möglich irgendwie ein fertiges Haus haben und habe dann einfach davor gezimmert. Ich kenne mich ja zu gut, ich kenne mich ja zu gut. Alles in der ersten Folge zeigt. So. Der dann noch weg. So. Hier der ganze Spaß auch weg, weil das nochmal eh weg machen, wenn wir das anebnen wollen. Und dann könnte man eventuell, sagen wir mal, wenn das da jetzt oben das Haus ist. Man macht hier wirklich einen Balkon draus. Das wäre ja kein Ding. Man macht hier einen Balkon draus. Dann könnte man hier auch ein Zimmer hin machen. Ja, dann könnte man hier nämlich auch ein Zimmer hin machen. Wo dann hier eventuell eine Treppe runter geht, das wäre kein Problem. Aber dann müsste dann dieses Steinzeug hier weg. Lass ihn ja sowieso. So, weg damit. Kann bleiben. So, okay. Dann könnte man da eventuell so eine Treppe runter machen und dann wäre das hier vielleicht ein größeres Zimmer. Oder man macht hier auch zwei Stockwerke. Ich kann es noch nicht sagen. Aber hinweil, dass das hier nicht so strange aussieht. Das muss natürlich ausgebaut werden dann jetzt noch. Und da unten sehe ich wieder ein paar Melonen. Nehmen wir mit. So, da. Und hier war auch noch was. Und dann wollen wir wieder ein bisschen Holz fahren mit einer Axt, die wir gar nicht mehr hier haben. So, klack. Dann setze ich mich dabei mal um und suche mal eine coole Musik raus. So, suche mal eine coole Musik raus. Holzfällen, Holzfällen, ja, wir wollen Holzfällen. Holzfällen, 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 Holz, 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 Holzfällen. Heute war ja auch ein Tag, ne? Also, ich meine, gestern, ich war gestern schon geschockt, dass gestern einfach mal auf jedes meiner Videos 25 Aufrufe waren. Das ist vielleicht für dich als Zuschauer nicht viel, für mich ist es aber echt ein Highlight. Das ist selten so gut besucht, gut betucht, ich weiß nicht genau. Und, ja, dachte ich mir, cool, vielleicht geht es ja jetzt doch so ein bisschen mit den Aufrufen und dann... Mal schauen. War jetzt nicht so, irgendwie ist heute wieder... Ach guck mal, sieht man sogar von hier die Höhle. Irgendwie war heute wieder Flaute. Aber dann gucke ich einfach mal auf meine Videos und dann sehe ich einfach heute... 3 Aufrufe da, 4 Aufrufe da, 3 Aufrufe da, 4 Aufrufe da, bla bla.
Hallo, Baum, bist du bekloppt? Baum, bist du bekloppt? Und was gucke ich dann einfach mal so auf mein Torchlight-Let's Play? Mein Torchlight-Let's Play, gell? Das Torchlight-Let's Play. Was kein Schwein geguckt hat. Niemand. Das hat niemand angeguckt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gefällt es einfach den meisten nicht. Ich weiß. Vielleicht ist vielleicht doch nicht unbedingt so mit diesen RPGs. Naja, muss man gucken. Aber ich will ja nicht einfach nur eine Liga haben und keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da einfach mal satte 120 Klicks drauf gewesen. Nach 3 Stunden 120 Klicks. Wo ich mir dachte, ja. Sicher. Und ja, ich kann es bis jetzt aber noch nicht fassen, dass da einfach mal, ja, 120 Klicks drauf waren. Das hat mich zutiefst schockiert. Warum finde ich eigentlich die Äpfel nicht? Die Äpfel sind so schlecht sichtbar in dem Spiel. Das muss noch geändert werden. Das ist unschön. Dass sie wenigstens eine hellere, eine grellere rote Farbe haben, dass man die erkennt, wenn man sie sieht. Also wenn man sie sieht, erkennt man sie ja meistens, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich lasse steckst du den Baumstamm stehen, damit ich die Äpfel vielleicht erkennen kann, dass die irgendwo in der Nähe sind, aber gar nichts. Ich sehe da gar nichts. Was ist hier? Eine versteckte Melone. Nehmen wir noch. Ja, die Blüten nehme ich sowieso mit, keine Ahnung warum. Ich nehme sie einfach mit. Weil ich kann. Ich glaube, der hat jetzt keinen gedroppt. Ich habe zumindest nichts gesehen. So, und da wollen wir mal nicht wegrollen. So, klack. Hier noch ein bisschen. Und haben wir hier sonst was? Da haben wir noch einen Setzling. Den nehmen wir noch mit. Vielleicht wäre es intelligenter gewesen, im Tal zu bauen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wäre es schlau gewesen, im Tal zu bauen. Ich glaube, ich habe das Holz gar nicht abgeändert. Werden wir ja sehen dann. Werden wir sehen, ob das intelligent war oder nicht. Wir werden es rausfinden. So wie wir alles rausfinden werden, meine lieben Freunde. So wie wir alles rausfinden werden. Ich habe dieser meine Tonspur auch mitgeschnitten. Ich versuche gerade mal auf das Ding einzukloppen, aber ich glaube nicht, dass der Baumstamm dadurch kaputt geht. Weil der Typ ja mein Typ, ich tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, lieber Typ. Du bist mein liebster Typ, also dich mag ich ganz besonders gern. Ich sag zu allen Leuten, die ich kenne, Typ, ich, ja, das tue ich. So. Wow, Alter, ich habe jetzt irgendwie sowas erwartet, muss ich gestehen. Aber gut, so ruckartig dann doch nicht. Da sind Setzlinge hingeflogen. Oh, 3 Stück. Alter, 3 Stück. Geil. Man muss, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen, wo das hinfällt. Dann bekommt man auch genug Setzlinge. Ich gucke da mal so selten hin. Ich habe bestimmt noch viele finden, wenn ich über die Wiese marschiere, so. An Setzlingen so. Da wird bestimmt noch einiges ans Tageslicht kommen, was ich übersehen habe. Es sei denn, Setzlinge wie Spawn auch so YOLO so ein bisschen, aber das glaube ich irgendwie fast nicht. Ich kann mal gucken, ob die Melonen respawned sind, die da waren. Nein. Da hinten ist eine. Na gut, erstmal nach oben. Aua. Das andere oben meinte ich eigentlich. Aber macht dir nichts draus, liebes Spiel. Hier. Holzblöcke. Nein, nicht Blöcke. Holzplanken. Genau so will ich es haben. Und dann machen wir mal. So. Da haben wir wieder ein paar. Da haben wir wieder ein paar. So. Hier. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass das hier auch hinhaut mit der Größe. Weil wir müssen ja irgendwie 1, 2, 3, 4. Also hier ist es ja noch so, gell?
Jammer, ist es auch so, da ist alles schön. Ich mache ja auch keine Fenster rein, das ist mir jetzt zu umständlich bei der Stiegenangelegenheit. Okay, dann müsst ihr rein theoretisch jetzt hier anfangen, nach unten zu gehen. Test muss mal aus, mehr als schief gehen kann es nicht. Alter, du baust wieder alles kaputt, du musst wieder neu bauen und ja, du bist echt scheiße, Junge. Okay.